Mischa, trainier mal wieder mehr Hardcore. Das höre ich immer wieder. Ich bin hart geworden, Mann. Aber, und das ist das Wichtigste, ich drücke ja mehr Gewicht denn je, weißt du? Es sieht einfach nicht mehr so überkrass aus. Nein, nein, du musst nicht lügen, Mischa. Also, sind es 105 Kilo hier, Bro. Du bist einfach verweichlicht. Wie viele Reps gibst du mir, hä? 105. 105. Mit Stops. Mit Stops. Mit Stops. Ey, fuck, ich weiß gar nicht, wie stark du bist, aber ich gebe dir mal 8 gebe ich 8? Dir. Posca Genetics. Hardcore Natural Bodybuilding and more. Ich muss das Intro mal wieder sagen. Yes, auf jeden Fall. Vor ein Video hängen, so für die Oldschoolers. Für die ganzen Oldschool People. Alright. 8? 8 ist schwer, Bro. Mit sauberen Stops. Ja, ich wusste nicht, wie stark du bist. 6 schöne werden auch okay. Aber sie müssen schön sein. 1. Drei. Fünf. Sechs. Ja, sechs, aber die waren sauber. Sechs schöne. Waren sauber, das war auch easy RP 8. Also es wäre sicher noch eine oder zwei gegangen. Ja klar, aber macht das Sinn. Macht nicht Sinn. Nehm ich 10 Kilo weg und mach mit Back-Off-Sets weiter, bis ich wieder RP 8 erreicht habe. Das sind 20 Gramm mehr, die musst du auf jeden Fall gleichmäßig verteilen. Ja, Leute, das ist der Tipp, der Symmetrie-Tipp, wenn nur eine Klammer links ist und keine Klammer rechts. Damit will ich ein bisschen die Asymmetrie ausgleichen. Ja, 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 okay. Doch, das war geplant. Okay. Ja. So, schauen wir mal, was der Janni drauf hat. Wir haben gerade ein richtig gutes Content-Video abgedreht, Leute, checkt das auf jeden Fall ab. Und jetzt habe ich ein bisschen erhöhen müssen, weil ich war immer noch bei RP 7. Heute wollte ich circa bei RP 8 sein. Ja. Und ja, ich habe jetzt um 5 Kilo erhöht im Vergleich zur letzten Woche und das war easy. Noch zu wenig. Noch zu wenig, jetzt noch wollen wir es wissen. Jetzt wollen wir es wissen, Bro. Ja. Muss bei RP 8 bleiben, ne? Okay. Das ist immer das Wichtigste. Sonst hätte ich mich verschätzt. Let's do it! Let's go! Yes! Ja! Ja! Sehr enger Griff. Das ist krass. Mir würde es die Schulter raushauen so. Ey, das war immer noch RP 7. Easy! Da müsste es noch höher gehen eigentlich. Gains! Ja nun? Gains! Sind wir online? Yes, online, on air. On air, ja genau. Online ist es erst später. Das ist der Back-Off-Set, ich denke, da sollten jetzt locker 8 drin liegen. Locker. Da haben wir die Klammern. Oh, das wird eine symmetrische Brust. Come on. Easy. Locker. Ja. Das war auch wieder so eine RP 8. Wir sind auch nochmal 2 gegangen. Und so mache ich jetzt weiter. So, heute Latzug richtig schwer, schon fast das gesamte Gewicht. Und ich habe das früher auch schon bewegt, vor 3-4 Jahren. Aber komplett anders, mit Schwung, weißt du. Auch nicht vertikal. Und das ist eigentlich schon ein sehr respektables Gewicht. Also, das ist so, das ist so. Wenn du das sauber bewegen kannst, dann läuft's. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin mir mittlerweile. Wenn ich einen schweren Tag habe und mich zwischen Klimmzügen mit Zusatzgewichten und Latzug entscheiden muss, nehme ich meistens den Latzug, was einfach lockerer ist. Mhm. Ich liebe Klimmzüge, vor allem einfach ohne Zusatzgewicht, einfach so für mich, so auf 15 Reps. Aber es ist mir einfach, ich schwör's dir, man, das macht auch die Kleider kaputt. Weißt du, wenn du so schweres Gewicht hast. Was meinst du? Ja, nicht gerne, Mann. So, jetzt mal schauen, was hier sauber geht. Das Lustige ist, ich habe auch im alten Gym das Gewicht bis 95 und ich war bei 95 auf 8 Reps, aber mit Schwung und nicht voller Raum, Kadenz wirklich grauenhaft. Und als ich dann wirklich angefangen habe, das schön zu machen, ging das Gewicht runter auf 40 Kilogramm und zwar nur auf 7 Reps. Und von dem her, ihr müsst auch etwas sehen, sehr, sehr wichtig. Es steht jetzt hier 53,5, oder?
Genau. Wieso? Weil ich hier zwei Rollen habe. Das heißt, ihr müsst dieses Gewicht hier verdoppeln. Schaut mal. Seht ihr, habt ihr das volle Gewicht. Weil ich hier auch hier nur ein Zug habe. Ich mache es persönlich sehr gerne mit zwei Zügen, weil ich so das Gefühl habe, wenn das Kabel in der Mitte ist, dann fickt mich das immer, weil ich will ja vertikal ziehen, weißt du? Ja, ja, ja. Du bekommst immer so das Kabel in die Fresse und hier bist du in der Mitte frei. Ich mache das übelst gerne so. Immer bei so Kabelzügen und so müsst ihr euch immer fragen, so, ist das Gewicht denn das auch? Weil wenn ihr zum Beispiel in verschiedenen Gyms trainiert, könnt ihr nicht darauf gehen, dass jede Maschine dasselbe Gewicht hat. Nee. Nur weil die Zahl. Gar nicht, ist. Gar nicht. Deshalb ist auch das Trainieren mit Freigewichten so, so gut fürs Tracken, ja, fürs Tracken, genau, weil 50 Kilo sind immer 50 Kilo. Uiuiui, es geht weiter hier. Dips. It's all about the dips. Diese Übung hier geht's, weil es ist ein sehr breiter Griff. Kann man seine Brust ziemlich gut treffen. Zweite Push-Übung für Yannis. Läuft. Easy. RP5. Na, schon ein bisschen mehr. Ja, Bro. Jo. Hier fragt jemand, was deine Lieblingsübung für den Trizeps ist. Im Snapchat Q&A. Also Lieblingstrizeps Übung in Bezug auf welche mache ich gerne oder welche finde ich gut. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Wobei. Mach die, die du am liebsten machst. Die ich am liebsten mache, ist Cable. Cable Trizeps Triceps Extension. Also mit dem Kabel. Mit dem V-Griff? Ja, mit dem V-Griff und die Ellbogen nach außen. Nach außen. Nach außen. Ja. Weil so die Scherkräfte auf den Trizeps größer, ich habe Schmerzen und so spüre ich es richtig gut. Meine Lieblingsübung für den Trizeps, so einfach gesagt. Ah! Yo, Mischa, was ist deine Lieblings-Trizepsübung? Doggy Style. Full over Doggy Style. Full over Doggy Style. Nee, ich würde sagen, also wenn ich die Maschine habe, die abgestürzte Maschine, dann finde ich die auf jeden Fall übelst hart. Das ist immer die Maschine oder die Übung, die mir den härtesten Muskelkater beim Trizeps drücken gibt, weil du bist stabilisiert, du kannst, wenn du noch die guten hast mit dem Pad hinten, kannst du dich noch so einklemmen und dann legst du noch den Kopf runter. Und kannst uns noch diese Überdehnung holen. Und du hast schön den langen Trizepskopf auch sehr gut drin. Genau, ist eigentlich die beste Übung. Ist ein bisschen und Hybrid. Hybrid, genau, ist ein Hybrid. Ist ein Hybrid. Und wenn ich die nicht habe, dann würde ich fast sagen, Overhead mit V-Griff. Finde ich auch sehr geil. Okay. Ja. Ja, ist auf jeden Fall sehr sinnvoll. Sinnvoll, ja. Ob ich sie gerne mache, geht so, geht so. Ja, muss ich ein bisschen bücken dafür, gell? Ja. Mehr dein Stil, hä? Ich habe momentan ein hartes Problem bei dieser Übung. Und zwar bin ich bei einem Plateau, schon lange. Schon sehr, sehr, sehr lange. Und was ich momentan versuche, ist, mit sehr, sehr schweren Gewichten halt nicht so hohe Reps zu erzielen, aber wenigstens zu versuchen, dass der Körper sich so wie daran gewöhnt, auch ein bisschen schwerer zu heben. Und meine Hoffnung, oder zu ziehen, beziehungsweise, meine Hoffnung dadurch ist dann, wenn ich dann mal wieder zurückgehe auf so 60 Kilo, dass ich dann auch mal locker so 12 wirklich perfekt raushassle. Weil ihr werdet jetzt sehen, so die Kraft geht verloren. Und das merkt man bei dieser Übung, entweder du fängst an zu schwingen und da ich das so gut mittlerweile beherrsche, das nicht zu machen, komme ich einfach nicht mehr mit dem Ellenbogen dort hin, wo ich eigentlich soll. Genau. Das heißt, das kannst du jetzt vielleicht von der Seite mal mich kurz feedbacken, ab wann ich abkacke so. Und mich jetzt komplett von der Seite filmen. Okay, okay. Diese strenge Bewertung. Ja, das ist jetzt richtig viel Gewicht für mich, Mann. Wow. Jetzt. Ja, die letzten zwei, oder sogar schon vorher? Ja, vorher würde ich sagen.
So drei. Das ist eben auch krass, Leute, Mann. Drei. Das ist der abgefuckteste Tipp, den ihr euch selbst geben könnt. Jeden, der jemals trainiert, findet euch selbst, Mann. Das Körpergefühl, sogar nach 8 Jahren, ist es immer noch... Es trügt, ja, zum Teil. Nur ein bisschen, aber es trügt. Filmt euch einfach selbst. Ja, ja, ja. Das ist so das Game-Changing, wenn ich mit Personal-Training-Kunden zusammenarbeite und die mir Videos schicken von ihren Übungen. Dann schicken sie mir die und entschuldigen sich schon im Voraus für die schlechte Form. So, Misha, hier sind die Übungen, aber ich habe gerade gesehen, ich habe es doch nicht so gut gemacht. Die wissen selbst schon, dass ich sie jetzt mangeln werde oder einfach lügen werde. So, ich versuche, perfekt drauf zu achten. Du sagst mir, wenn die Rap nicht mehr so clean ist, okay? Okay. Ich muss jetzt noch mal wissen. Schauen wir das schön. Bleiben mit der Kamera. Ganz schön von der Seite schauen. Simon, die Rom ist recht gut. Und die Ellbogen schaut. Jetzt langsam. Jetzt ist die Rom nicht mehr die gleiche. Krass. Selbst denkt man irgendwie bei der Rap oder der zuvor. Du würdest jetzt sagen, irgendwie 2 Raps zuvor. Ich habe also die nicht letzten mehr. Zwei habe ich definitiv gemerkt. Die letzten zwei. Waren, ja. Ich habe die mindestens die drittletzte bis sogar viertletzte war ich mir. Das war so wie ein Übergang, ja, weißt ja. du? Ja, ja, es wird da dann war immer die schlechter. Dann schon, ja, genau. Es geht nicht aufwärts, nur bergab. Hoffentlich nicht nur. Das hat doch Sido mal gerappt, weißt du noch? Ich bin nie auf Sido. Nee, also ich kenne Sido schon, aber. Wir sind in der 6. Klasse, haben wir das uns reingezogen, Mann. Ich war mehr so, wie heißt es, Bushido ja, und so. Ja, auch krass. Auch Kollege, Mann. Den habe ich mir reingezogen und Kollege, ja. Kollege ist hart. Kollege zieht mich jetzt noch rein, aber ja, nicht so oft. Ja, ich denke, Kollege ist so die Nummer 1 in Deutschland, Mann. Ja, würde ich schon sagen, ja. Auf jeden Fall. Ja, ja, doch, doch. Von Let Rom auf Bushido ja, und Kollege. Nicht sehr gut. So, jetzt schauen wir mal, wie der Janis Seite eben macht. Da hat er nämlich sicher noch Potenzial. Wenn wir beim Spiegel gucken, dann sieht das Ganze schon sehr ordentlich aus. Aber mir gefällt immer noch dieser Twist am Schluss nicht. Wieso dieser Twist am Schluss? Welcher Twist? Dieser Tilt. Zu stark, Tilt. Stark. Zu stark in meinen Augen, ja. Kann gut sein. Aber ich denke, es ist auch, weil du eben versuchst, oben noch kurz zu halten. Ja. Das fühlt sich auch viel länger an, als es aussieht, gell? Es fühlt sich an, als würde ich irgendwie 2,5 Sekunden halten, aber in Wahrheit ist es knapp eine oder so, ja, wenn überhaupt. Ich versuche jetzt das auch mal kurz, ich will einfach mal wissen, wie sich das bei mir anschaut, ja, wenn ich versuche zu halten. Also schon was ganz anderes, halten zu versuchen. Braucht auf jeden Fall eben auch Power. Also ich versuche jetzt einfach komplett zu halten. Ja? Genau, nur schon um abzubremsen. Halt ein bisschen länger. Ja. Ja. Die Frage ist einfach, machst du nicht mehr Gains ohne zu halten mit doppelt so viel Gewicht? Das frage ich mich auch. Jetzt gibt es hier noch einen Tipp für Seitheben mit Kabel. Was ich nämlich oft sehe, sind Leute, die so Seitheben machen. Weißt du? Ja, genau. Das Wichtige ist, ihr könnt, am besten steht ihr parallel, ist okay. Aber wenn ihr es noch schwerer machen wollt, noch mehr Spannung erzeugen wollt, dann versucht mal hier ein bisschen wegzustehen und leicht, nur noch leicht, gegen das Kabel zu tillen. Was jetzt passiert, ihr habt hier am obersten Punkt Spannung. Komm mal her. Du hast hier komplett Spannung hier. Schau mal, das ist hart. Das kannst du mit der Kurzhantel nicht erreichen. Und das ist groß. Das heißt, wenn ich jetzt hier bin, ist es weich. Schau mal. Weich. Also jetzt ist es ohne Spannung. Genau. Und Spannung. Jetzt haben wir es gut gesehen. Steht hier ein bisschen schräg, um immer die Spannung zu erhalten. Auch ganz gut sichtbar ist, dass nicht die Hand
der höchste Punkt darstellt, sondern der Arm als Gesamtes. Weil wenn ihr den Arm, beziehungsweise die Hand, oberhalb der Linie ist, des ganzen Armes, habt ihr einfach viel mehr die vordere Schulter drin, weil die seitliche Schulter hat gar nicht den Bewegungsumfang. Also über 90 Grad müsst ihr sowieso dann die Schulterblattmuskulatur mit einbeziehen, damit das Schulterblatt beginnt zu rotieren, damit ihr überhaupt über 90 Grad kommt. Also deswegen immer den Arm in einer Linie. Genauso wie ihr es gesehen habt, wurde sehr schön ausgeführt, muss ich echt sagen. Sah top aus. That's science, bitch. Jetzt wisst ihr, was läuft beim Seitheben, ne? Und einen schönen Dance von Mischa. Das wäre ein Boomerang jetzt für Instagram gewesen. Oh shit. Richtig motivierende Musik hier. Ich hoffe, wir werden nicht gesperrt von YouTube. Und hier arbeiten die Rear Delts. Also ich muss sagen, Bro, die Rear Delts, die hast du richtig, richtig gut aufgebessert. Die waren bei dir mal nicht vorhanden. Und jetzt sieht man da wirklich die Gains. Und ich bin auch ganz klar der Überzeugung, dass wenn man mangelnde Rear Delts hat, das eigentlich schon fast die letzte Instanz ist. Also das ist eigentlich ein Muss, diese Maschine. Weil das kannst du eigentlich mit jeder anderen Ruderübung vergessen, so geil zu isolieren, oder? Absolut. Also ich meine, wenn ihr irgendwelche Push-Übungen wie Bench Press und so drin habt, die vordere Schulter, Optimum ist noch Überkopf. Oder Frontheben. Oder ja. Das ist ein Witz, oder? Ja. Nee, ob man die noch anders bearbeiten muss, ist ja, falls fraglich. Aber die hintere, die kriegt nie genug ab bei einer Ruderübung. Nie. So, meiner Meinung nach nie. Also, den meisten Leuten ist es auch die hintere immer zu schlecht. Und wenn ihr die sauber macht, ohne irgendwie zu cheaten und alles aus dem Blatt zu holen oder aus dem Rhomboid. No chance. Geht's wirklich ab. Jetzt habe ich gerade das zugeschickt bekommen. Mein TED-Talk hat jetzt 10.000 Likes und über 600.000 Aufrufe, Mann. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, checkt es auf jeden Fall ab. So, hier nochmal ein kleiner Pro-Tipp. Sucht mal, statt so wirklich hier komplett am Pad zu bleiben, also eher einen Crunch zu machen. Vorteil, ihr habt mehr Range of Motion und ihr kommt am Schluss wirklich auch in die hintere Schulter. Was passiert ist, wenn ihr hier seid, dann verliert ihr meistens ein bisschen den Winkel und ihr habt auch eine weniger Range of Motion. Das heißt, es wird einfacher, ihr könnt mehr Gewicht bewegen, aber ihr trefft die hintere Schulter nicht so effektiv. Probiert's mal aus. Oh, wir haben hier noch eine letzte Frage. Was hältst du von veganer Ernährung? Das wird jetzt viele vielleicht überraschen, weil ich ja nicht Veganer bin. Ich bin veganer Ernährung überhaupt nicht negativ eingestellt. Ökologisch macht es sehr Sinn und ethisch gesehen auch, würde ich es mal sagen. Und gesundheitlich, denke ich, sind die meisten Veganer vielleicht ein bisschen besser unterwegs, weil halt die meisten, die nicht vegan sind, halt weniger sekundäre Pflanzenstoffe und so, Micros, Fiber etc. acht geben, aber ich sehe jetzt da keinen Vorteil wirklich. Aber jetzt kommt es. Der Punkt ist, wer kommt auf die Idee zu sagen, dass man mit veganer Ernährung keine Muskulatur aufbauen kann? Wie kommt man auf diesen Gedanken? Weil in Pflanzen, wenn ihr habt ihr auch Proteine. Und wenn die genügend gut kombiniert, habt ihr genau die gleiche biologische Wertigkeit. Aber ich weiß auch nicht, was das Gerücht kommt, Mann. Die meisten, ich habe manchmal das Gefühl, dass ein paar Leute, die denken, im Fleisch hat es irgendwie so ein magische Ingredient, die irgendwie extrem anabol ist. Oder ja, die gesättigten Fettsäuren, ja, das Cholesterin. Genau. Das Cholesterin. Das Cholesterin, oder? Das Cholesterin. Das Cholesterin. Nein, das haben wir ja auch, glaube ich, allen mittlerweile bewiesen. Also, wer immer noch an diesen Mythos glaubt, dass das hier nicht geht, vegan, oder? Ich habe es geschreddet gemacht, ich habe es gebult gemacht. Es gibt keinen Grund, wenn ihr vegan irgendwie euch mangelhaft ernährt, dann habt ihr einen Nachteil. Wenn ihr euch mit Fleisch
Mangel auf der Nährt habt ihr auch einen Nachteil. Ganz einfach. Solange ihr es richtig macht, ist es immer gut. Macht, habt ihr überhaupt keinen Nachteil. Ja. Wobei ich sagen muss, ihr habt aus meiner Sicht auch nicht wirklich, also auf den Muskelaufbau bezogen, aus meiner Sicht habt ihr keinen Vorteil mit der veganen Ernährung. Also bin ich ziemlich überzeugt. Für mich, den einzigen Vorteil, den ich im Bodybuilding vegan gemerkt habe, ist, dass man einfach weniger Nahrungsfett insgesamt zu sich nimmt, weniger schnell und dadurch einfach auch in der Diät noch mal ein bisschen weniger Kalorien hat. Also ich bin noch nie so shredded geworden wie vegan und konnte es auch noch nie so gut tracken, weil im Hühnchen trackt man zum Beispiel meistens 1 Gramm Fett. Aber ich habe, wenn man es mal das wirklich im Labor anschaut, dann kann es Schwankungen geben von 1 bis 5 und 6 Gramm. Und das gibt es halt einfach bei pflanzlichen Produkten nicht. Weniger. Genau. Aber wer auf die Idee kommt, irgendwie zu sagen, wer vegan ist, kann gar keine Muskeln aufbauen, außer ein Stoff oder so ein Müll. Ja. Es macht überhaupt keinen Sinn. Es gibt überhaupt keinen rationalen Grund dafür. Weil, wenn ihr Proteine verdaut, habt ihr Aminosäuren. Die sind genau die gleichen scheiß Aminosäuren, wie ihr im Fleisch habt. Vielleicht in einem anderen Verhältnis, aber wenn ihr kombiniert, kommt ihr auf genau gleich gute Verhältnisse. Es gibt keinen Grund, keinen einzigen Grund. Es gibt noch eine gute Bro-Übung. Das ist irgendwie auf keine Weise die beste Übung, aber ich finde es einfach geil. Ich mache sie mindestens 2-3 Mal pro Monat, streue ich sie ein. Loyal Followers kennen sie bereits. Du liegst auf dem Boden, hast wirklich gestreckte Arme. Damit schaltest du die Schultern aus, du brauchst keinen Schwung. Angst haben, dass ihr euch den Rücken zieht. Und ich habe einfach das Gefühl, das ist die bessere Squat. Das sind die besseren Squat Curls für mich. Müsst nicht ablegen. Individuell machbar. Richtig gut. Was machst du für Bizeps? Ich mache jetzt Bizeps Curls ganz herkömmlich mit Supination, also mit Eindrehen. Ja. Und ich gehe aber wieder in den Hammer Grip, wenn ich oben bin. Ja. Das hat den Grund, dass ich irgendwie in diesem Handgelenk springt mir dauernd die Sehne. Ja, ich kenn's. Wenn ich Hammer Curls mache. Die hier, gell? Ja, genau, hier. Ja. Zwickt es dann so. Das ist so. Ja, ich hasse das. Hast du das? Deswegen habe ich jetzt eine Übung gefunden, bei der ich immer noch im Hammergriff runtergehen kann, um ein bisschen mehr Arbeit auf den Brachialis zu geben. Ja. Ohne dass mir die Sehne so grausig springt oder jedes Mal springt. Ja. Show me what you got. Nice. Das ist noch ein guter Move. Das sieht geil aus. Gute Übung. Hast du beides kombiniert? Yes. Also Leute, für die das selbe Problem haben mit dem Handgelenk, testet es mal aus. Supiniert, curlen, drehen und im Hammer Griff senken und dann wieder drehen. Das probiere ich auch mal aus. Sieht sehr interessant aus. Das könnte meine neue Bizepsübung werden für die nächsten paar Wochen. Ja, das ist schon richtig geil. Ja. Ich habe auch gemerkt, wenn ich jetzt schön mit Eindrehen schaffe, dann habe ich keinen Sehnenspringen. Ja. Habe ich gemerkt, als ich runterging und wieder ausgedreht habe, wieder in den Hammergrip gekommen bin, hatte ich keinen Sehnenspringen. Da dachte ich mir, ich drehe mal ganz oben einfach aus. Kein Sinn springen. Perfekt. Sau geil. Ja, Mann. Ich würde sagen, wir haben einiges an Value kreiert hier in diesem Video. Oh, ich denke, wir haben einiges aufgefilmt. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Daumen hoch für Janis. Und wenn diese Videos jetzt auch wieder 1000 Likes bekommen, dann wissen wir, was ich machen muss, wenn ich zurück bin. Dann setzen wir das Ding fort. Ja. Grüße auch von ihm hier, von Arnie, an die Probro Community. Leute, besten Dank fürs Zugucken. Yes. Und bis zum nächsten Mal. Peace the fuck out.